Hey ho und ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar zum Let's Tournament League of Legends Nummer 2. Ich habe gestern das Update rausgegeben und habe direkt einen Haufen Kritik dafür geerntet, dass ich A, so viele Champs banne und B, die Spieler selbst nichts mehr bannen lasse und C, dass der Jungle offen ist. Woran ich beim Erstellen des Regelwerks nicht gedacht habe, ist, dass ich nicht alle Jungler rausgenommen habe und deswegen die Jungler natürlich einen immensen Vorteil haben gegenüber Midlanern oder auf andere Lanes gespielte Champions, alle Carries oder sonstiges. Weil die Jungler natürlich auf Level 1 sich sofort einen Blut und einen Red Buff holen können, zwar nur knapp überleben, aber mit dem Backport dann sofort den Vorteil des Buffs haben, während die anderen zuerst mal eine Weile farmen müssen, bis Level 3 oder 4 sind, bis sie überhaupt den Buff machen können, ohne dran zu sterben. Deswegen muss ich eine Änderung am Regelwerk vornehmen. Weil es einfach eine blöde Idee war. Ich habe mich mit ein paar Leuten gestern Abend dann noch zusammen geskypt und gefacebookt und sonst was noch. Teils mit Leuten, die diese Kritik gemacht haben, teils mit Bekannten, die einfach so LOL spielen und die ich da noch nach ihrer Meinung gefragt habe, um das Ganze so fair wie möglich zu gestalten. Das ist ja das Ziel dahinter. Rausgekommen ist im Endeffekt Folgendes. Ihr erinnert euch vielleicht noch ans erste Turnier. Damals waren gebannt von meiner Seite aus Dr. Mundo, Darius und Shaco. Warum ich damals Shaco gebannt habe, das lassen wir mal außen vor. Und jeder Spieler konnte noch einen weiteren Champ bannen. Der Jungle war damals dicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht. Und ich möchte es jetzt so ähnlich machen wie beim ersten Turnier. Und das werde ich jetzt auch so machen, weil das ist einfach am fairsten allen Champions gegenüber. So. Von meiner Seite werden dann nur noch 4 Champions gebannt sein, und zwar Aatrox, Pantheon, Twisted Fate und Zac. Und zwar deswegen, weil die halt wahnsinnig schnell zwischen den Lanes hin und her können, beziehungsweise eine einfach derb OP Passive haben, die im 1 gegen 1 tödlich ist, vor allem bei Zac und Aatrox. Bei Anivia ist es ja so, dass sie macht in der Zeit keinen Schaden und es ist kein Team da, der das beschützt, und die HP und die Rüstung sind, die HP sind im Ei nicht reduziert, aber die Rüstung und die Magieresistenz sind um 10 reduziert, glaube ich. Da kann man das noch wegräumen, bevor irgendwie wieder die 6 Sekunden um sind. Aber bei Zac, die 4 Blobbel-Dinger, wenn da eins über eine Mauer drüber fliegt oder so, dann kann man das nicht töten schnell genug, bis das irgendwie wieder da ist. Und bei, oder man übersieht es ganz leicht, oder bei Aatrox, da kann man während er regeneriert überhaupt nichts machen. Ist blöd, wenn man Tower divet und der hat dann die Passive ab, aber das sieht man ja eigentlich auch. Naja. Jedenfalls fallen diese 4 Gems von meiner Seite raus, die restliche Bannliste wird annulliert. Und die zweite große Änderung, die ich am Regelwerk mache, ist, der Jungle ist dicht. Soll heißen, ihr dürft zwar durch den Jungle laufen, um andere Lanes zu deffen oder zu pushen, es bleiben alle 3 Lanes offen. Das muss ich so machen, weil wenn ich sage, alle gehen Mitte, dann können die Top und die Bot random pushen, die Minions, mal sind die stärker, mal die. Das hängt so wahnsinnig vom Zufall und vom Glück ab, dass ich da sagen musste, bleiben offen.
Aber ihr dürft die Lager überhaupt nicht mehr machen. Also keine Geister, keine Wölfe, keine Buffs, keine Golems. Kein Drake und kein Baron Nashor. Wenn ihr im Spiel einen Gegner habt, der jungelt, was ich nicht hoffe, dann solltet ihr einen Beweis-Screenshot machen. Und zwar entweder wie einen Buff um sich kreisen hat, egal ob Red, Blue, Baron oder schieß mich tot. Aber bitte jetzt nicht sagen, falls einer alles da spielt und der gerade die Ulti reinplasht, der hat irgendwie einen komischen Buff da drauf oder so. Oder wenn Riven das Schild aktiviert. Das sind Dinge, die sind nicht mit Jungeln behaftet. Aber deswegen habe ich ja Level 30 vorausgesetzt, da sollte man das eigentlich wissen. Oder wenn ihr eine Ahnung habt, dass der regelmäßig die Wölfe oder so macht, dann versucht den im Jungle zu überraschen und davon einen Screenshot zu machen. Wer jungelt und ich kriege ein Beweisfoto, ein Beweisscreenshot, der wird disqualifiziert. Alternativ könnt ihr, wenn ihr LOL Replay laufen habt, auch mir das Replay schicken. Das wird dann während des Livestreams dann kurz ausgemacht, wie ihr mir das schickt. Und sagt mir die Zeit, zu der ihr den beim Lager gesehen haben glaubt oder den Buff haben oder ihn mit dem Buff gesehen habt, dann spule ich zu der Zeit vor. Und wenn er den Buff da wirklich hat oder da wirklich gerade einen Jungle Jäger macht, dann wird er halt disqualifiziert. Das Problem daran ist halt, dass ich nicht alle Spiele überwachen kann, vor allem in der ersten Runde nicht. Dazu viel mit Leute, weil es sind maximal 16 Spieler, wie ihr vielleicht schon am Blog gelesen habt. Und das heißt, in der ersten Runde sind es 8 Spiele, wenn das Raster voll wird. Und ich kann nicht 8 Spiele gleichzeitig überwachen. Mein Rechner packt viel, aber nicht 8 LOL-Instanzen zeitgleich. Vor allem nicht, weil ich ja wieder streamen möchte. Und das ist ganz ein bisschen kritisch. Okay, also es fallen 4 Champions von meiner Seite raus und jetzt ist das, was von den meisten gewünscht wurde, wieder. Und zwar kann wieder jeder Spieler Champs bannen, von sich aus. Und zwar dieses Mal jeweils 2, nicht nur einen. Weil einfach die Karte größer ist, der Champion Pool gewachsen ist. Und damit kann man wesentlich leichter agieren. Wenn man also nicht die Jungle-Jager macht und eben die 4 Bans von Haus aus berücksichtigt, müsste das Spiel um einiges fairer sein, als es noch vorher war. Wie gesagt, ich habe nicht daran gedacht, dass die Jungler ja so schnell den Buff machen können. War ein grober Fail meinerseits. Das ist halt jetzt dabei rausgekommen und ich hoffe mal, das Regelwerk ist jetzt am bestmöglichsten Zustand. Außer es kommt noch irgendein mördergigantischer Patch raus, weil es wurde ja schon am PBE-Server ein Patch eingespielt, bei dem einiges an den Tank-Items geändert wurde. Wenn da jetzt doch mal was Grobes kommt, binnen der 2 Wochen, bis das Turnier stattfindet, dann muss ich nochmal was ändern, falls der Patch eh erst später kommt, weil Riot da auch noch dran feilen muss. Dann müsste das eigentlich so laufen, wie es jetzt ist. Schickt den Leuten, die ihr wisst, dass die vielleicht am Turnier teilnehmen wollten, aber wegen dem verdammten Regelwerk nicht teilgenommen haben. Ja, das war ein Traktor. Wegen dem Regelwerk nicht teilgenommen haben, ich schicke denen doch einfach den Link zu dem Video hier. Hier wird nochmal alles erklärt. Und natürlich werden auch alle Änderungen wieder auf den Blog übernommen. Da werde ich auch dieses Video natürlich sofort wieder reinposten. Also insofern freue ich mich auf eure Anmeldungen und wünsche euch dann viel Glück schon fürs Turnier. Trainiert ein bisschen vielleicht. Legt euch eine gute Strategie zurecht, überlegt euch, was bannt ihr, was spielt ihr.
Ja, insofern wünsche ich eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns dann spätestens beim Turnier wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.